Hey Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In Verbindung zu der ganzen Nummer habe ich mir noch eine Sache gedacht. Und zwar, ich habe diese ganze Fahrt mit der GoPro aufgenommen. Die ganzen, ich weiß nicht, 130, 140 Kilometer, die ich gefahren bin. Und das war wirklich ein Autobahnstück, 70 Kilometer hin und 70 Kilometer zurück. Und das ist die Autobahn von Hamburg nach Bremen. Und die ist komplett unbegrenzt. Und ich habe die ganze Nummer mit der GoPro komplett aufgenommen. Und ich mache mir jetzt mal den Spaß draus, das Ganze in Fast Forward zu zeigen. Und achtet mal einfach auf die Kilometer im Verhältnis zu dem Spritverbrauch bzw. der Tanknadel. Und ja, ich glaube, gegen Ende werde ich mal ein bisschen was auflisten, wie viel Kilometer, wie viel Tank weggegangen ist. Die Literzahlen so habe ich jetzt nicht genau gemessen, aber ich denke, es ist schon ziemlich lustig, in wie vielen Minuten man wie viel Tankanzeigenvolumen oder wie viel Tankanzeigeausschlag man verbraten kann. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wird ein sehr kurzes Video, aber es ist mal interessant zu sehen, wie auch nicht spritsparend der 330i sein kann. Ich glaube, im Bordcomputer, das habe ich auf jeden Fall zurückgesetzt, als ich auf die Autobahn gegangen bin, stand 20, irgendwas Liter. Also er hat sich ordentlich Wein reingezogen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video, das war's von meiner Seite und Peace. Genau, wo ich hier gerade am Video schneiden bin, fällt mir noch eine Sache ein, die mich auch einer gefragt hat zu dem letzten Video bei Facebook. Und zwar zum Thema Öltemperaturanzeige. Ich habe die Öltemperaturanzeige einkodiert in der Kraftstoffverbrauchanzeige in der KVA. Und da ist es bei mir so definiert, dass 0 Liter Verbrauch 50 Grad sind, 10 Liter Verbrauch sind 100 Grad und 20 Liter Verbrauch sind 150 Grad und meistens ist es immer zwischen bei 15 Litern ungefähr pendelt, also zwischen 100 bzw. zwischen 10 und 15 Liter pendelt der Öl, die Öltemperatur immer und das ist ungefähr ein, ja, wie soll ich sagen, eine Öltemperatur zwischen 100 und 126, 127 Grad, also maximal 100, würde ich sagen, 130 maximal erreicht, aber tendenziell eher so 127, 128 Grad in dem Ganzen. Und ja, nochmal ganz interessant, das zu beachten. Und gegen Ende gibt es noch eine kleine Auflösung, wie viele Kilometer es insgesamt waren. Und ja, Sprit sieht ihr selber, da ging gegen Ende Richtung Reserve. Und ja, hat sich auch nicht was durchgezogen. Also nochmal viel Spaß. Weiter. And turning the full flip. Don't trip, shit's normal. I stay on that bullshit. You rappers all riffing and shit. Sand spit hotter than piss from a syphilis dick. Keep on acting like you the rawest from the projects till you get whipped like that roll in that Pyrex. I am Durham's bull and my horns are sharp, charging every matador whether you flagging or not. I live it, spit it, HD vivid, strong pivot. BCE threw it up first in the city, that's why they walks with me. Carolina grind, WLTIT in the city of Madison. We can find me, that's where I reside. Carolina Deuce. Suicide, it's a suicide. When you fuck with Bull City, stick it, move or die. Eine Sache wollte ich noch kurz erzählen. Und zwar habe ich nämlich noch die Logdaten ausgelesen. Und zwar, ich habe die ganze Fahrt gelockt mit Dash-Kommando. Und das ist aber die Logfahrt von dem gesamten Trip, jetzt nicht nur die Autobahn-Etappen einzeln. Und deswegen passt das mit dem GoPro-Bild in Fast Forward und mit der gelockten Fahrt nicht ganz überein. Aber ich denke, es ist so im Ganzen doch ziemlich interessant zu sehen, wie das Ganze so aussehen kann und was der Wagen so leistet und wie es so viel Zeit gibt. Da ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass die Dashcam-App in der letzten oder in der aktuellen Version, soweit ich weiß, nur bis 255 km/h anzeigt. Der zeigt nicht mehr an. Ich habe denen schon eine E-Mail geschrieben, dass sie das mal ändern sollen und ich denke, das wird sich in nächster Zeit auch ändern, weil die ganz gutes, einen ganz guten Draht zu den Kunden haben, sag ich mal so. Und ja, ansonsten ist es ein bisschen schwierig für mich, das Ganze zu reproduzieren, weil ich habe gar nicht so den Fokus auf den Verbrauch gelegt, weil eigentlich ging es nur um den Topspeed und deswegen war das ein bisschen schwierig, aber ich glaube im Endeffekt, man sieht auf jeden Fall, der Tank hat ordentlich
ordentlich was an Sprit verloren und der Wagen hat ganz gut gearbeitet. So ungefähr zu reproduzieren ist es und auf jeden Fall ja, hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mehr davon wollt, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Channel und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Comments oder eure Erfahrungen teilen von Sprit, Spritverbrauch oder Höchstgeschwindigkeiten und so weiter und so fort. Also schöne Grüße, tschüss.